So, guten Morgen, willkommen zu einer kleinen kurzen Ankündigung. Ja, für den Fall, dass ihr mir noch nicht bemerkt hat, ich habe etwas weniger Videos dieses Wochenende. Warum geht dieser Rahmen da nicht weg? Ich weiß es selbst nicht. Ja, wichtig, warum geht der Rahmen nicht? Nein. Die Woche eine E-Mail vom IT-Service mal in der Uni bekommen und die sind irgendwie der Meinung, ich würde zu viel Traffic erzeugen mit, keine Ahnung, 250 GB im Monat oder so. Ich meine, das habe ich schon mit 6000 DSL hingekommen. Knapp. Mit 16.000 war es dann gar kein Problem. Aber ja, und ich soll das doch ein bisschen reduzieren, haben sie gemeint. Ein bisschen sehr. Am besten unter 10 GB die Woche. Weil angeblich würde das eventuell Probleme verursachen und stören. Das bezweifle ich zwar, wenn ich die Uhrzeit mitdenke, weil ich hochgeladen habe, aber okay. Deswegen gibt es jetzt erstmal keine Livestreams mehr. Gar keine mehr. Also, wir haben wieder den Stand von 2013 erreicht. Hey, ich habe mal kurz gestreamt und dann nicht mehr. Sehr gut. Hat sich fast schon gelohnt. Und des Weiteren werde ich jetzt von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag jeweils 3 GB an Videos hochladen. Also insgesamt 6 GB die Woche. Ich hoffe einfach, dass sie sich dann nicht mehr beschweren und das irgendwann mal mit dem Studentenwerk geregelt bekommen, wie viel denn hier jetzt Student als Bewohner des Studentenheims man privat nutzen darf und wie und sowieso und überhaupt. Auch wenn ich mich frage, wie das noch nicht geregelt sein kann. Ich meine, wir leben hier in Deutschland, hier muss das geregelt sein. Nicht in irgendeinem Entwicklungsland wie, keine Ahnung, Amerika. Auf jeden Fall wird das die Anzahl der hochgeladenen Videos wahrscheinlich drastisch reduzieren. Wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, es wird sie drastisch reduzieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass selbst jetzt, wo ich die Qualität auf CF21 runtergedreht habe und ein Preset Slower benutze, die Videos von Spellforce immer noch so 2-3 GB werden. Das werde ich jetzt auch gleich durchspielen, das Spiel. Empire Earth wird immer noch so um die 2 GB groß und gut, Amberstar ist irgendwo bei 100 MB angekommen. Das ist das Einzige, was ich noch massenhaft hochladen kann, ohne dass das irgendwie auffällt. Ja, dementsprechend wird es jetzt wahrscheinlich jede Woche so ein Video Empire Earth geben und ein Video Spellforce und den Rest werde ich dann, ja, dann bin ich bei irgendwie 5 GB knapp und den Rest werde ich dann einfach mit Amberstar auffüllen. Was ich gefühlt nächste Woche durchhaben werde, weil ich bin jetzt schon ziemlich am Schluss. Und dann mal gucken, was das Nachfolgeprojekt wird und wie viel Traffic das frisst. Das seht ihr ja dann, wie viele Videos kommen. Dementsprechend werde ich auch die Wahlen so legen, dass erst wenn ich nur noch so ganz wenig Videos habe, also wahrscheinlich nur noch eins von den jeweiligen Projekten, außer von Amberstar, das wahrscheinlich bald... Ich denke mal, nächste Woche habe ich es dann durch. Ja, dass die Projekte wahrscheinlich schon irgendwie 50 Videos voraus sind, werden es zu dem, was hochgeladen wird, was natürlich total toll ist. So als Zuschauer würde ich mir voll denken, ja, yeah, schon geil, so ein aktuelles Let's Play zu gucken, wo eine Folge die Woche kommt und die nächsten 50 Folgen schon weg sind. Ich habe keine Ahnung, ob meine Kommentare irgendwas bringen, aber ich habe jetzt zum Glück keine Kommentare. Ja... Das war im Prinzip die Ankündigung. Ich kann nur hoffen, dass sie das mit dem Studentenwerk klären irgendwann mal. Irgendwann mal, die verhandeln da. Das klang so, als wenn die da schon etwas länger verhandeln. Ich weiß es nicht. Egal, Karl, das wollte ich nur sagen. Also, wer sich wundert, wo die Livestreams und die vielen Videos bleiben, die... Ja, die sind auf meiner Festplatte. Und ich sehe schon kommen, dass ich irgendwann einen Riesenhaufen Videos habe, den ich in 100 Jahren nicht hochladen kann. Es sei natürlich, mir will jemand ein UMTS, war das UMTS-Stick schicken, den ich dann auch so Internet habe, aber ich werde mir das nicht kaufen, das ist teuer. Außerdem wird man dann nach 5 MB eh irgendwie auf ISDN zurückgedrosselt und das ist dann völlig sinnfrei. Egal, Karl, das war's mit der Ankündigung. Ich gehe jetzt noch Spellforce durchspielen und ihr leckt mich am Arsch. So, ja. Ja, das können wir machen. Also dann. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Ankündigung in